So, hallo und schönen guten Abend auch an YouTube. Ich nehme das Ganze hier live im Stream auf. Wir haben uns gerade den Campfire-Chat von Blizzard angeschaut und da gab es nämlich einige neue, sehr interessante Infos bezüglich Diablo 4 und auch bezüglich der ersten Season. Fangen wir als allererstes am besten mit den Season-Infos an, denn das wird auch die letzten Tage die ganze Zeit im Stream gefragt, was übernehmen wir jetzt eigentlich für die Season? Da gab es nämlich ein paar kleine Änderungen und zwar ein paar Änderungen ins Gute. Dafür gehe ich nämlich auch mal ganz kurz in-game. Und zwar, was wir ja bereits wissen, wir übernehmen die Lilith-Statuen in die Season, bedeutet die Stats davon. Die Pluspunkte plus Intelligenz, Stärke, Vitalität, Leben, Paragon-Punkte, wird alles mit in die Season übernommen. Wir übernehmen den Kampagnenstatus, bedeutet wir können die Kampagne skippen. So, was jetzt noch neu dazu kam, ist was sehr, sehr Geiles auf jeden Fall. Wenn wir später, das kommt alles mit einem großen Patch, wenn wir einmal die gesamte Karte erkundet haben, dann bleibt die aufgedeckt. So, und wir übernehmen sogar das Renown, also das Ansehen, was wir fürs Aufdecken der Karte bekommen. Bedeutet, hier gibt es nämlich entdeckte Gebiete, das gibt 5 Ansehen jeweils, 5x76, dieses Ansehen würden wir direkt auch in der Season bekommen. 5x76, das können wir übrigens kurz im Taschenrechner ausrechnen, zack. Denn wir werden dadurch nämlich auch direkt schon Bonis hier freischalten, 5x76 gibt es dann nämlich 380 Ansehen. Dadurch kriegen wir das erste Kapitel mit dem einen Skillpunkt auch direkt freigeschaltet. Genau wie das Ansehen für die Lilith-Statuen. Und auch die Lilith-Statuen werden auf der Karte markiert. Wir müssen die gar nicht mehr anklicken, wir bekommen das direkt geschenkt nämlich. Und zwar, das sind nämlich auch nochmal 10 x 28, 280 oben drauf, dann sind wir bei über 600 Ansehen. Das bedeutet, das kostet 200, dann 300, dann 400 Ansehen. Das heißt, die ersten zwei Kapitel, fast das dritte sogar, werden wir schon freigeschaltet haben von Anfang an. Keine Karte mehr aufdecken, keine Lilith-Statuen anklicken, gar nichts. Sidequests machen, Neben-Dungeons machen, Stützpunkte machen, Wegpunkte erkunden. Die Wegpunkte werden auch nicht auf der Karte aufgedeckt. Die Wegpunkte musst du selber noch anklicken. Bedeutet, du hast die Wegpunkte von den Hauptstädten jeweils und die einzelnen Wegpunkte, manche sind ja an Stützpunkte gebunden, die musst du trotzdem selber noch entdecken. Aber das mit der Karte aufdecken und mit den Lilith-Statuen auch fürs Ansehensystem ist schon mal mega geil. So, und dann gab es noch einen riesigen anderen Haufen an Informationen und ich hoffe, ich bekomme die ganz gut zusammengetragen. Als allererstes ist vielleicht einigen schon aufgefallen, wir haben ein sehr lowes Materialien-Cap. Und zwar, ihr seht, die Materialien gehen nur bis 9999 hoch. Vielleicht sieht man das bei meinen Rohleder. Rohleder und typisches Kristall ist das, was bei den meisten Leuten sehr schnell voll sein wird. Das Cap wird erhöht. Sie meinten im Stream, es gibt keinen logischen Grund, aus dem das nur bei 9999 gekappt ist. Ja, deswegen, das wird in Kürze auf jeden Fall auch vor der ersten Season noch erhöht werden. So, dann, wir kennen das Problem, wir looten, ihr seht es bei mir im Inventar, hier ist ein Saphir. Edelsteine müllen uns das Inventar zu oder müllen uns die Truhe zu. Bedeutet, Edelsteine werden zu den Materialien geschoben und zwar hierhin. Hier in diesen Tab werden die Edelsteine reingeschoben. So dass wir Edelsteine auch wie ein Material einfach beim Juwelier aufwerten. Die haben gar nichts mehr im Inventar zu suchen. Ja, das auf jeden Fall auch. Besseres Inventarmanagement. Über jetzt mehr Truhenzeiten und so wurde jetzt nicht genau gesprochen, aber allein das fällt schon mal weg. Dann Nightmare Dungeons. Ganz wichtiges Thema. In den letzten Tagen wurden ja schon viele Dungeons so ein bisschen gebalanced. Bedeutet, die Elite-Dichte wurde angepasst. Da ist jetzt Blizzard langsam an einem Punkt, an dem sie hinwollen. Das soll jetzt nicht noch weiter genervt werden. Die Density soll nicht noch lower werden. Jetzt ist so der Perfect Point anscheinend. Aber, was natürlich immer zwischen verschiedenen Dungeons nervt, du machst den einen Dungeon, dann den nächsten und du hast immer diese Laufzeiten dazwischen. Du willst am liebsten ganz viele Keys von einem Dungeon aufstecken, damit du den immer öffnen kannst, dann in die Stadt porten kannst, wieder öffnen kannst und durch dasselbe Portal wieder zurück kannst. So machen wir das momentan. Wir versuchen mehrmals denselben Dungeon zu stacken. Ja, weil die Laufwege dazwischen nerven. Da können wir keine Monster schnetzeln, keine gute XP die Stunde machen. Und das wird Blizzard auch ausgleichen, denn momentan bevorzugt man vielleicht ja Dungeons, die näher an einem Wegpunkt sind, gegenüber welchen, die weiter weg sind von dem Wegpunkt. Wenn wir in Zukunft einen Nightmare Dungeon öffnen, werden wir direkt ein Portal kriegen zu dem Nightmare Dungeon. Ja. Plus zusätzlich wird in Nightmare Dungeons die XP gebufft, sodass wir im Endgame eher Nightmare Dungeons farmen werden als normale Dungeons. Weil momentan ist ja die XP-Meter normale Dungeons durchballern, weil da teilweise die Elite-Density höher ist. Also XP-Boost für Nightmare Dungeons. Und kein nerviges mehr hin und her laufen, was teilweise natürlich Mounts im Generellen ein bisschen useless macht, außer am Anfang, um die Wegpunkte zu erkunden, Sidequests zu machen und in der Höllenflut. Finde ich aber auch okay so. Mounts in einem Diablo-Game sind immer so ein bisschen wack. Zum Dungeon-Ballern kannst du wunderbar, brauchst keinen Mount, kannst einfach durchballern. So, dann, es gab einen Punkt bezüglich Resistenzen.
Resistenzen auf Items sind ja momentan so ein bisschen wack. Die, ja, bringen nicht viel. Wir stacken hauptsächlich eher Rüstung, weil Rüstung deutlich mehr bringt als Resistenzen. Die ganze Resistenzen-Kalkulation ist relativ komplex, meinen die. Das ist ein Problem, was über lange Zeit jetzt angepasst werden wird, dass Resistenzen sich irgendwann mehr lohnen werden. Also momentan noch keine direkt fixe Lösung dafür, aber das wird auch angegangen, das Problem. So, des Weiteren wird es vor der ersten Season in circa 4 Wochen, Mitte bis Ende Juli, soll ja die erste Season kommen, wird es einen großen Patch geben. Ja, in dem großen Patch werden dann einige von den Sachen, die ich eben angesprochen habe, erst gefixt werden. Einige dringende Sachen werden halt mit einem Hotfix jetzt innerhalb der nächsten Wochen kommen, aber viele generelle Changes werden erst halt vor der ersten Season gemacht. So, und ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen gemacht. Ja, ich zum Beispiel als Druid-Spieler habe etwas gemerkt, es gibt da so einen Bug, dass auf dem Druiden hauptsächlich Barb-Uniques droppen. Haben sie auch angesprochen auf jeden Fall, hat vielleicht auch der eine oder andere Druid-Spieler bemerkt. Das wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Wochen auf jeden Fall gefixt werden. Ich habe so viele Barb-Waffen rumliegen, auf jeden Fall so viele Barb-Uniques auf dem Druid, die da eigentlich nicht droppen sollen. Normalerweise hast du in Diablo 4 Smart Loot, bedeutet, du findest hauptsächlich Items für deine Klasse und ganz selten mal ab und zu was für eine andere Klasse. Aber auf dem Druid war das wirklich ein Bug, dass da Uniques gedroppt sind, die eigentlich nur auf dem Barb droppen sollen. Ja, was habe ich als nächstes hier stehen? Die Hardcore-Tote wegen Bugs. Darüber haben sie auch geredet, haben ein paar Anspielungen gemacht auf den Tod von Quinn. Der ist ja im Ladebild schon gestorben in Hardcore. Woody ist gestorben wegen einem Emote. Mitten während des hier Lilith-Fights. Ja, Hardcore-Tote wegen Bugs natürlich, sowas im Ladescreen sterben und so, ist natürlich absolut ärgerlich. Soll nicht passieren. Da arbeiten sie halt weiterhin dran. Dann die Scroll of Safety gegen DC-Tode, wenn man disconnected. Ich glaube, Al-Kaiser ist gestorben in einem DC. Da hatte ich, meine ich, auch einen Clip gesehen. Ja, sowas soll gefixt werden. Das soll über die Scroll of Safety nochmal funktionieren. Da gibt es so ein Hardcore-Only-Item, was dich schützen soll, wenn du ein DC bekommst. Darüber haben sie geredet. Das soll gescheit funktionieren auf jeden Fall demnächst. Dann die Necro-Pfützen wurden noch angesprochen. Kennt vielleicht der eine oder andere Necro? Bei Necro, bei Corpse Explosion, gibt es so dieses Miasma, was da kommt. Diese schwarzen Pfützen. Wenn du da einige stackst, hast du eine so dunkle Stelle, dass du nichts mehr erkennst. Du erkennst nicht mal mehr deinen Char. Es ist einfach nur schwarz alles. Das ist natürlich auch nicht richtig, dass da quasi dieser dunkle Effekt sich sozusagen überlagert und es einfach komplett schwarz wird. Das wird auch noch gefixt werden. Generell hast du dadurch auch öfter mal Elite-Affixe nicht gesehen. Zum Beispiel Feuer-Explosion oder so, weil das in diesem schwarzen Geknäuel war, wo du nichts erkannt hast. Aber generell wollen sie die Sichtbarkeit von einigen Elite-Affixen verbessern. Ich muss sagen, ich spiele aktuell meine Lightning Ball Mage. Wenn ich da alles voller Blitzen und Schadenszahl auf mir habe, ich sehe auch nicht oft, wenn da irgendwie so ein Zombie explodiert oder der Feuer-Affix unter mir ist, weil da alles einfach nur der ganze Bildschirm voller Schadenszahlen und Lightning Balls ist. Also da die Sichtbarkeit wollen sie ein bisschen erhöhen, auch bei einigen Elite-Affixen. Dann, was der eine oder andere vielleicht auch bemerkt hat, World Boss Kisten. Die haben dann Level Requirement momentan, wie Level 83, glaube ich. Das soll auch entfernt werden, dass du zumindest die Kisten öffnen kannst. Auch wenn dann da vielleicht Loot für Hyras Level rausdroppt, kannst du dann wenigstens schon die Items ansehen und kannst sie zur Not kaputt machen. Aber es ist nicht intended, dass du die Kisten nicht öffnen kannst. Also das wird auf jeden Fall auch noch behoben. Dann wurde angesprochen, Matchmaking für die Gruppe. Also irgendwie eine Art Gruppenfeind-System, wenn man jetzt nicht in einem Clan und so direkt drin ist. Kommt alles noch, wird dann gearbeitet, da gab es jetzt keine absoluten Details, ist eine Sache für die Zukunft. Werden wir dann sehen, wurde auf jeden Fall angesprochen, wird auch dann gearbeitet, definitiv. Dann Performance Changes, gibt es natürlich permanent, Lags, Rubberbanding zwischen Ebenen, wenn es quasi aus dem einen Server-Realm so in den anderen lädt, wenn du einen Ebenenübergang hast. Kennt vielleicht manche, wenn du gegen diese unsichtbaren Wände läufst oder so ein bisschen rumspaggelst. Ja, wird auch dann gearbeitet auf jeden Fall, sowas wird permanent gefixt. Dann gab es ein paar Fragen, und zwar wegen den abgeschlossenen Sidequests zum Beispiel. Ob man das irgendwo sehen kann, welche Sidequests man abgeschlossen hat. Es gibt momentan keine Erfolge, keinen Eintrag im Journal oder sowas, also im Journal hier, dass man das irgendwie sehen kann, welche Quests man abgeschlossen hat. So kann man nicht genau tracken, ah, mir fehlt jetzt noch die und die Quest oder die und die Quest. Also das lässt sich nicht nachschauen momentan. Wird auch dann gearbeitet, wird irgendwann mit eingefügt werden, dass man das nachschauen kann. Und zu guter Letzt kam noch eine Frage bezüglich Ressourcengeneration, Ressourcenmanagement. Ob das irgendwie besser gemacht wird, auch in irgendeiner Hinsicht. Ja, daran wird nicht gearbeitet. Ressourcenmanagement, ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Man hat am Anfang mit Low-Level-Charakteren eher sehr starke Ressourcenprobleme. Und desto besser das Gear man bekommt, mehr Abklingzeit, mehr Ressourcenerzeugung, mehr Kostenreduzierung, desto besser und bequemer und angenehmer spielen sich Chars. Daran merkt man hauptsächlich die Gear-Progression sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Das ist sehr gut gemacht.
Da wird nicht weiter drum gefeilt. So, ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das waren alle Infos. Ja, ich denke mal, ich habe nichts ausgelassen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut sie in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.